Ja, das hasse ich immer bei der KI dann. Gerade so also schön Dings, ne? Schön Run. So, jetzt versuchen wir es normal hochzugehen. Es bin die Position. Es geht doch. Diese Kiste ist loose. Aber sowas und ich mag ja ein Auto, das loose ist, aber das ist schon extrem. Ich muss ja ein bisschen aufpassen hier mit dir und ich, hinter uns ist aber noch nichts. Auch gleich. Das geht ja gar nicht. Warte, ich brauche ein ganz gutes Setup. Okay, ich komme in der Box. Ja. Das kannst du ja vergessen. Kiste fährt ja gar nicht. Ja, komm, ja, ich komm und hol dich. Achso, bist du hinter mir? Ja. Ja, nee, dann mach mal, dann bump mich mal. Also, wollen wir Turnbump testen oder was? Nee, erstmal bin ich in der Geraden. Muss erstmal richtig rankommen, wieder nach dem Bremsen hier. So, wo seid ihr jetzt? Ja, gerade Startziel. Da müsstet ihr mich gleich sehen, ich komm gleich hoch. Ja, da vorne bist du. Oh, ja, aber das war schon fast gut. Ja. Standfinaktion, was machst du da? Das, nee, da hast du mich gut erwischt. Dann habe ich den vor mir einfach. Meine Kamera ist schnell auf Speed, deswegen. Ja, wie schnell bist du, Ricky? Grad 170. Ja, da bin ich auch gleich, dann können wir zusammenfahren. Ja, ich fahre gerade ungefähr deine Geschwindigkeit jetzt. Ja, 71, 74, 75, passt. Schön, 68, 69, 70. Hallo. Habt ihr mich vergessen? Ja, du bist zu weit weg hin jetzt. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob das Setup gut ist oder nicht, ne? Das ist natürlich immer scheiße. Wir müssen einfach ein Rennen fahren. Ich glaube, wir sollten einfach mal ein Rennen fahren zum Testen. Und was können wir auch die Distanz auf 10% runterschrauben oder so nochmal? Ja, jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, ob das Setup gut ist. Oh, man fährt unter die gelbe Linie. Man darf ja unter die gelbe Linie, solange man seine Position dabei nicht verbessert. Ach, bist du das hier unter der gelben Linie? Nee, ich meine aber wegen der Stabilität hier. Ah, ja. Nee, das ist Trevor Bain. Ja, okay. Die Kiste hier ist ja inside. All clear. Fast zu los für meinen Geschmack. Also unter der Game verliert man. Okay. Oh shit. Oh shit, hört sich mal gut an. Jetzt warst du wieder gerettet. Ah, jetzt habe ich jetzt mal hier einen Drafting-Partner. Wie schnell bist du denn? Oh, ich gerade 185 nur, aber es kommt langsam. Kommen auch wieder welche aus der Box. Ich glaube, es ist Danny Hamlin hinter mir. Ah, ich komme in die Kurve mit einer Hand. Also oberhalb der gelben gut, unterhalb der gelben furchtbar. Nicht gut. Nee, schlecht, ganz tödlich. Danny, komm, genau. Zieh runter. Vielleicht fahre ich die Kurve einfach mal etwas höher diesmal. Mache ich normalerweise nicht, aber man kann es ja versuchen. Das hat es glaube ich noch nicht. War kaum Reifen abgeben, das ist gut. Ja, ja, hier sowieso immer voll wenig, das ist voll geil. Ja, die Kurven sind ja so weit. Seid ihr da unten? An der Gänge? Seid ihr Startziel gerade oder was? Ja. Ich bin gerade Startziel. Ja, ja, okay. Ja, dann sehe ich. Ach, dann bist du hinter mir. Ja, ich hab dich hinter hier vor mir. Das ist cool, weil Danny Hamlin hilft mir nach vorne zu kommen. Ja, ich hab Ricky auch gleich, dann können wir draften. Die KI will mit Mini draften. Ja. Ich bin ja nicht die KI. So. Jetzt müsst ihr mich sehen, auch auf jeden Fall. Ja, ich sehe schon die ganze Zeit. 91, geht. 91, leg mir ein, ich bin 87. 91 auf der Backstretch, jetzt bin ich gerade runter auf 87. Jetzt bin ich auf 86. Damit ich dem Kollegen vor mir nicht sein Heck kaputt mache. Ja, ich müsste erstmal in euer Windschatten kommen, ne? Jetzt habe ich gleich wieder. Kann ich mich wieder ein bisschen ransaugen? 89, geht. 90. Aber Danny ist gut, Position Alter. Der 24 auf 2. 22 Plätze in einer Runde verbessert, kann man machen. 22 Plätze? 22 Plätze. Auf 2? Leg mich am Arsch. Ey, ich muss erst meine Zeit hinkriegen, womit ich voll drauf habe. Ah, verdammt. Nur Leute, die kriegen nicht auf die Reihe schön zu fahren. Ich krieg die Kanine Draft, wo wir hinkriegen. Ja, das Schöne ist, dass ihr jetzt doch schon ganz schön wieder wegzieht. Warte, und ich komm nicht rein. Nein. Micha zieht nicht weg. Weil er fährt immer unter die gelbe Linie. Ja, das ist mein Problem. Ich glaube, die höhere Linie kann man damit besser fahren. Das ist mein Problem. Ich werde schon immer weit nach unten. Ja, da musst du ein bisschen Gefühl für kriegen, das ist auch kein Problem.
Deswegen testen wir doch, oder? Ja, aber jeder hat halt seinen ureigenen Weg, seine ureigene Art. Ah, oh, jetzt bin ich 10er. Also ich habe ein bisschen Draft runtergekriegt. Schön, dass ich jetzt auf 21 bin. Ja, da war ich vorhin. Ja. Das ist voll ärgerlich. Ich sehe euch hinter mir, die sind, bleiben eigentlich ganz gut mit dran. Aber ich komme nicht näher. Aber wenn du dir die Kurven anguckst, ich habe immer Turn-Ausgangs, Turn-Dingen, 2 sprechen. Ich habe jetzt 187, 88. Ich verlocker 90. Ja, deswegen komme ich auch nicht. Mein Rough ist. Komme ich nicht ran, deswegen. Komm, Kurt. Dafür hast du 2010 Arsch was. Bring mich nach vorne. Da ist auch Copyright geschützt. Das erkennt doch keiner. Wirklich, das ist Battlefield-Musik. Wenn die bei DSDS irgendeine Scheiße singen können, ja, wo ich auch nicht mehr kenne, was das sein soll. Ja, jetzt zieht er beide vorne. Oh, ich hab meine Draft-Runde. Holy shit. Ja, ja, ihr zieht da vorne voll weg jetzt, Alter. Ist bestimmt auch Copyright geschützt. Der Wagner müsste, glaube ich, schon etwas länger als 75 Jahre tot sein, oder? Ha? Wagner ist schon mehr als 75 Jahre tot, oder? Kann sein, ja. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, erledigt, ja. Dann dürfte das mit dem Copyright gegessen sein. Und Erster. Nee, glaube nicht. Bis Erster? Ja. Ich habe ja nicht meine Draft-Runde hinbekommen. Ich glaube, wenn 75 Jahre nach dem Tod erlischt das Copyright. Oder so um den Dreh. Ach so, ja, okay, ja. Also, ja. Das müsste. Ja, ich glaube schon, so war das. Irgendwie so eine Regelung gab's da. Wir gehen unten lang. Jo. Schön. Gehen wir aber auch ab, ne? Ja, komm. 92 kann man machen. Ich muss ja auch nicht, schön. Ein bisschen vom Guard. Ich bin froh, dass ich eine 89 gerade mal hier hatte. Aber den müssen wir hundertprozentig. Wir sind aber nicht weit auseinander, Ricky. Oh, ich bin auf Platz 24, na sowas aber. Überholt. Ja, aber du hinter mir fährst. Eigentlich ist der geschoben wird, eigentlich der etwas schnellere. Unbedingt. Ich bin auf 14, geil. Ja, das haben sie letztens gesagt, beim letzten Ding dann in Talladega. Der geschoben wird, hat eigentlich mal die besseren Chancen. Nee. Kann ich aber auch nicht bestätigen. Weil, warum sollte sonst der hintere sonst einen Slingshot kriegen? Ja, richtig. Wenn der vordere schneller ist. Nein, der hintere ist auf jeden Fall schneller. Ja. Der hintere ist auch schneller. Wuhuuu! Ah, ist hier schön die Wand geküsst. Ich auch, weil ich kenne gerade einen Schienen gucke. Mein Auto bin. Oh, das hört sich aber nach einem. Oh ja, da qualmt es. Und da geht er wieder auf die Strecke. Und da rutscht er. Nee, stimmt, da rutscht er. Das war Micha, der auf der Strecke war. Habe ich eigentlich meine Rooflips wieder eingestellt? Was ist los? Ja, die kannst du ja ausmachen, ich weiß. Ja, ich weiß, letztes auf meiner Party hatte ich die auch aus. Seid ihr Nesca gefahren, geil. Ja, ich habe meine Kumpels gezwungen, meine Runde zu drehen. Und? Was haben sie gesagt? Ja, ganz schön realistisch. Fand's ganz nett. Da habe ich auch mal zum Spaß die Rooflaps ausgestellt und mal schnell ein paar Blau mal gezeigt. Ah, hast du schon schlecht geguckt. Rooflaps auch schon. Ja, kannst du per diesem System. Ja, ich weiß, aber kannst du nicht machen. Darf man nur wenig. Oh, wem hat sein Motor zerrissen? Ja, da qualmt einer. Wer war das? Labonte, Bobby. Gott, so schnell konnte ich das gar nicht mehr sehen. Ich habe irgendwas Blaue-Weißes gesehen. Ja, genau, Kurt. Alter. Was macht denn der Kurt hier? Der hat meinen kleinen Schlenker da ausgenutzt. Das ist, glaube ich, nicht komplett geschossen. Weil das benutzen mega viele Leute. Also, ich weiß nicht, dass er komplett geschützt ist. Natürlich ist das nicht Copyright geschützt, ist ja Volkseigentum. Achte den Entstehungszeitpunkt und das Entstehungsland, dann wisst ihr, warum ich das meine. Der Typ ist ja tot. Ja. Inside. Und der war runter. Oh, Kurt, ey. Still there, inside. Still there.
All clear. Inside. Danke, Kurt. Das Setup hier ist gut, aber nur etwas süß. Trotzdem werde ich es wohl nicht im Rennen benutzen. Aber die driften ganz cool mit jetzt hier. Jetzt sind sie ja up to speed. Ja, das hätte Bescheid sein. Oh, oh, oh. Nö, ich will aus dem Auto raus. Bremst dann einfach voll kann. Warum machst du das direkt vor meiner Nase, ey? Ich will gerade eine gute Runde drehen. Dein Problem. Kann doch nicht wahr sein. Dein Problem. Ich habe mich gewundert, warum Danny Hamlin unter die gelbe Linie gegangen ist. Kein Problem. Gut, läuft. Jetzt müsste ich das noch im Draft ausprobieren. Oh. Mirko, kommst du ran hier? Ja, ich will ja endlich mal ein bisschen Draft haben. Ja. Und ich fahre hier alleine rum, also. Kann auch nicht so schwer sein. Oh. Guck mal, da seid ihr. Da waren wir ja. Naja. Das geht so schnell, wenn man aus der Box fährt, ne? Das sah voll langsam aus. Ihr sah mega langsam aus. Also, mein Schmirko, wie schnell fährst du denn? Ich fahre ja nur 186. Ja, ich habe nur 189 gehabt. Das dauert ein bisschen, bis du da richtig drin bist. So mal so. Wie lange habe ich denn noch Sprit? 24 Runden. Ja, schön. Wie lange habe ich noch Sprit? Come on, bitches. Alter, ne. Oh. We got a little bit of tire rub. Jetzt müsstest du dich aber langsam ranziehen, oder? Ja, ja, kommt gleich, kommt gleich. 89. Ja, hab ich auch. 90, ja. Gleiche. Du hast Draft, ich nicht. Ja, ja, es dauert aber trotzdem mal ein bisschen. Ja, hab ich eine 88. 88, 89. 88. Nee, 87. 88. 89. 88. 91. Wow, 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 wow. Up, up and away. Ich weiß auch gar nicht, warum der gar nicht so gut läuft hier. Vielleicht zu niedrige Temperaturen und dementsprechend zu wenig Grill Tape? Ich hab 70% habe ich. Hab ich auch. Vielleicht eine andere Übersetzung. Jetzt 90. Ja, wenn jetzt nicht so schlenkern würde, hätte ich eine 91 vielleicht mal hingekriegt. Oh, ich muss hoch. Oh, das war knapp, Alter. So viel zum Thema Draft. Ja, jetzt komme ich ran oder auch nicht. Mirko fällt 187. Ich glaube, ich weiß, was ich machen werde. Ich werde... Eine beste Runde bei einer 47-3-3-2. Naja, voll scheiße. Ich werde mir ein Monster erschaffen und ein Setup nehmen, mit dem ich vom Handling her ganz gut zurechtkomme. Und ein paar Werte aus dem Setup hier übernehmen. Hm. Erster Linie die Übersetzung. Ich bin dafür, dass wir mal langsam fahren. What's the time? 15 Minuten haben wir hier noch. Ja. Ist aber schon halb. Ey. Ja, eigentlich könnten wir mal eine Runde fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, ich wollte eigentlich in der Box. Ich wollte in der Box. Das schafft jetzt eindeutig für Masse. Das ist der falsche Weg gewesen. Ah, die beiden, guck mal, die fahren jetzt schon. Inside. Runde lang. Still inside. Mit mir hier. Garage, so, dann gucken wir mal kurz. Inside. Inside clear. Nehmen wir mal das Fahrt. So geht's auch, ne? Ja. Welches hatte ich denn eben nochmal? Das geht, glaube ich.
Also mein dritter Messer hat nicht einmal geblinkt im Draft. Outside. Nee, nicht. Still outside. Clear. Player high. Zeig ihm voll lustig. Ja, ist voll geil, ne? Das macht er. Leute auch so. Okay, das reicht mir. Versuchen wir erstmal nur das. Auf, was nehmen wir? Problem. Aber es ist voll geil, dass Kurt und Danny, wie gesagt, die sind ja schon 10, 15 Runden hier mit mir hier am Gange. Also, da sagen wir mal 54. Oh, 54. Trotzdem fährst du nicht gerade schnell, weil wir haben unsere Runde mit 192 Top Speed gemacht. Ja, die sind ein bisschen langsamer eigentlich hier, komischerweise. Obwohl, ich tritt voll durch, ich habe keine Ahnung. Oder? Hoch. Das war auch nur eine 47716. Okay. Outside. Still outside. Clear. All clear. Das kann denn nicht so bleiben. Hier zum Bleistift. Okay. Vor allem, ich rutsche sogar noch weiter ab hier. 18. Position. Von 14. 2000. Buchen wir einfach mal. Viel zu spät. Das war ein bisschen sehr spät. Jetzt bist du im Ende. Das war ein Test. Also doch früher, ne? So wie wir ungefähr gefahren sind, das war eigentlich perfekt. Ja, das war wirklich geil. Also. Ach Mensch, warum hat das denn nicht übernommen? Du musst es safen. Dann geht das. Hab ich doch gemacht. So, vielleicht musst du den Namen eingeben. Ja, ja, nein. Da habe ich schon gemacht zu Anfang. So, wollen wir mal gucken, ob ich hier noch. Also, irgendwann muss ich noch kurz aus der K. Dann nehmen wir hier auch das fürs Rennen. Probieren wir es einfach aus. Kann ja nicht schaden. Ob da nicht. Ja, passt. Schauen. Ah, Mensch, da war ich ja eben. Bist du sicher, dass wenn die Zahl der Gänge niedriger ist, dass die Übersetzung länger? Okay. Weil dann schaltet er sozusagen früher in den nächsten Gang und dann hat er eine längere Phase. Okay. Ich versuche das dann mal. Das, okay. Zum Beispiel in meinem Mindset-App habe ich die Zahl. Was hast du mit 0,923. 0,923? Ja. Ich habe meinen Hut vergessen und meinen Wackeldackel. Das ist vierten. Eine richtige Sonntagsfahrerkiste. Sasse, Sonntagsfahrerkiste, ja. Ja gut, die braucht ja auch 2 oder 3 Runden, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Ja, ja, gut, das ist ja dank diesen Restrictor Blades. Kennst du diese schon. Werbung, wo Dale Jr. und Michael Waltrip sind das? Das ist eine Nappa-Werbung. Erzählt Michael Waltrip über die tollen Nappa-Ölfilter. Labert da die ganze Zeit rum, wie toll die sind. Dann nimmt Junior eine Restrictor Blade, steckt die Waltrip in den Mund und meint dann nur, man, I love Restrictor Blade. Nee, hab ich nicht gesehen. Ah, jetzt kommt die Kiste up to speed.
Na ja, gut, so schnell wirst du keinen Draftpartner kriegen. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist interessant zu sehen, dass ich jetzt hier alleine schon mit einer 184 unterwegs bin. Vorher im Draft mit 188, 89, ne? Ja. Die Frage ist aber, ob die Kiste dann im Rennen hält. Ich habe ein ganz anderes Problem. Was hast du denn für ein Problem? Ist zu langsam, ungefähr 3 oder 4 Meilen. Ja, weit und breit kein Mensch in Sicht, sagst du, ne? Jawohl. So, jetzt läuft's. Ja. Hinter dir nicht, vor dir nicht. Das sind die richtigen. Erst ziehen sie dann die ganze Geschwindigkeit raus und dann gehen sie nach oben. So muss das. Welcher Noob ist denn das? Das weiß ich nicht. Ich sehe hier nichts. Bin hier so alleine. Wer ist einer von den Burger King Noobs? Ah, jetzt mit 100, also im Draft fährst du gut, wenn du hinter einem hängst. Mal Mirko, wie lange wir machen. Mirko ist verzweifelt. Ich weiß nicht, ich bin am überlegen, ob ich noch eine extra Lackierung nur für die Restrictor Plate Rennen mache. Ja, das ist schon cool, so Sonderlackierung. Jetzt hier. Attacke. Liebe dieses Setup, mit dem kann man auch mal unter die gelbe Linie kommen und die Kiste fliegt nicht gleich weg. Wow, Dale Junior, was sollte das denn? Geht er in die Box. Mirko, ist schillig so langsam zu fahren? Boah, aber irgendwie passiert hier immer noch nichts, ne? Na, hinter dir kommen jetzt mal langsam welche. Ja. Wo hängst du fest? Wer ist hier Backstretch? Oh man, ich bin gerade. Wenn du jetzt ein Gas gibst, würdest du... Oh, ich geb schon Gas! Aber die... Das kann echt knapp werden. Anfang Backstretch. Alter, wie schnell die auf einmal da waren, ne? Still outside. Bist du in diesem Pack, das da gerade in 3 und 4? Ja, ich bin hier mit Kurt und Amarola, glaube ich, ist das hier. Ja, jetzt Bobby. Bist du drin im Draft. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Kiste überhaupt im Draft halten würde. Wer ist denn das hier, den wir gleich kriegen? Sieht nach Stenhouse aus. Hat Rookie Stripes, sieht nach einem Ford aus. Lackierung passt auch, müsste Stenhouse sein. Oh, ist er, jetzt blinkt es nämlich hier schon. Bei 189 blinkt mein Tacho. Das ist nicht gut. Meiner nicht. Ist Stenhouse. Ja, ich habe das mal ein bisschen kürzer übersetzt. Jetzt die Frage, wie weit geht der hoch, ohne dass er in den Dings geht, ne? Jetzt habe ich auch eine 192 zum Beispiel schon mal hier. Liegt über eine Sekunde hinter meiner bisherigen Bestzeit. Naja. Im Rennen läuft das ja, wieder eh wieder. Clear. All clear. Zack, clear. Das ist interessant. Diese Kiste läuft besser, wenn sie gezogen wird. Falsches Setup. Mirko hört nicht auf seinen Spawner. Doch, ich hab gehört, dass es clear war. Na, warum bist du denn nicht im Draft gegangen? Wo seid ihr? Ich komm, bin nirgends gehört. Ich bin outside. Ja, nee. Mit dem Mirko. Herbei. 3, 4. Yo! Outside. Das war aber sehr gefährlich. Ja, das wollte ich jetzt aber. Ich habe Kurt, hinter mir, der ist gut. Hier in dem Fall mal. Schon wieder. Ah, verdammt, ey, das war zu langsam. Platz 8 habe ich aber schon mal. Okay, Kurt, komm nach vorne. Ich bin auf etwas unter einer Sekunde an meiner bisherigen Bestzeit dran. Ja, ich habe noch keine 46, falls ihr schon eine 46 habt. Ja, habe ich. Ja, ich fahre gerade 47er Zeit mit dem Setup.
Na komm Kurt, hab ich doch gesagt, geht vorbei. Inside. Clear inside. Still inside. Still inside. Cool, clear. Mit meiner bisherigen Zeit wäre ich letzter. All clear. Wer ist der Letzte? Das ist ja sehr gut. Ja, ich habe eine 47076, deswegen. Ja, das Problem ist, dass die anderen Setups, die ich habe, entweder A zu langsam sind oder B unfahrbar. Ach, hast du auch so welche? Jetzt. Oh. Oben links ist Sprit gewesen, ne? Ich hab kein Chevy. Die sind hier alle gleich, Bullring. Wo ist dein Kopf dafür? Oben links, sagst du? Ja. Ne, oben links dein Öl. Ach, oben links ist Öl. Ja, okay, glaub, und da drunter? Sprit ist, unten rechts ist zweite. Also direkt neben Tacho rechts. Das ist der Sprit. Okay. Und am Tacho rechts? Da steht auch Fuel. Und am Tacho rechts habe ich mein Wasser. Das Wasser ist links. Nee. Links habe ich auch Wasser, ja. Bei links unter. Ist links, links. Der Tacho ist ganz links und dann kommen die Anzeigen rechts. Achso, okay. Das ist doch anders. Ja, es ist anders. Ich habe schon ausprobiert. Ja, dann guck mal bitte bei Chevy. Ich hab doch die gerade geguckt. Achso. Unten rechts, also direkt im Tacho rechts unten ist guck dein Benzin. Okay, also dann Benzin oder drin ist. Unten links ist dein Wasser, oben links ist dein Öldruck, glaube ich. Ja. Ja, Druck. Oben rechts im Tacho ist dein Öltemperatur. Ja, okay. Und der Rest ist unwichtig. Okay. Genau, also Wassertemperatur ist ja unten links. So. Ja. Ja, okay. Und Öltemperatur oben rechts. Oder ja, okay. Das ist das zweite. Wir haben eh nur noch knapp 2 Minuten. 2,5. Jetzt hauen raus. Oh. Ich enttäusche mich. Ich bin dabei, ja. Ich einfach einen Reifen blockiere. Fahren wir weiter. Fahren ihn einfach gegen. Ich gebe Vollgas. Sehe ich nicht. Ja, durch den Bump bin ich erstmal wieder ein Stück zurück. Kurt kommt schon ran. Naja, lass mal Kurt kommen. Das ist gut für meinen Draft. Die sind gut, ne? Naja, ne? Ich gehe raus. Ford kriegst du nicht von der Strecke hier, oder? Ja. Jetzt hau ihn raus. Okay, ach, warte. Der Reagan? Da wer? Jetzt rechts. Sauer. Oh ja! Alter! Volle Kanne getroffen. Oh, überschlägt er sich doch hinten, ja. Ja, oh Gott. Er ist auf 34, ne? Ja. Mal kurz gucken, wie er sich überschlägt. Wie ist er denn jetzt? Du hast ihn aber auch ganz leicht hinten berührt, ne? Ja. Denn einfach fast überschlagen.